Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Für die AfD gilt, und das nicht nur am heutigen Tag der Pflege, dass Pflegerinnen und Pfleger eine tragende Säule unserer Gesundheitsversorgung sind. Leider hat diese tragende Säule nicht zuletzt durch die unzureichende Politik der letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe von bedrohlichen Rissen bekommen. Grundsätzlich ist es aber die Aufgabe der Landesregierung, dass diese Säule endlich stabilisiert wird und damit in Zukunft wieder die so wichtige Tragfähigkeit für die Gesellschaft erfüllt. Meine Damen und Herren, es geht hier um staatliche Schutzpflicht gegenüber pflegebedürftigen Menschen. Und die dafür wichtige Sanierung der Pflegesäule geschieht nicht durch blumige Pressemitteilungen des Sozialministers, sondern nur durch eine handwerklich vernünftig ausgeführte Arbeit und mit einer Weitsicht, die diese Landesregierung bis dato hat vermissen lassen. Meine Damen und Herren, ein Fakt ist, die Gesellschaft wird immer älter. Und glücklicherweise ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Alten- und Gesundheitspflege bundesweit im Schnitt um 5% gestiegen. Aber, und das ist das Problem, der Nachwuchs in der Pflege nimmt jedoch stetig ab. Da stellt sich die Frage, warum ist das so? Studien zum Thema Arbeitsbedingungen in der Pflege kommen letztendlich alle zum gleichen Ergebnis. Erstens die zu hohe Arbeitsbelastung. Zweitens Mangel an Mitarbeitern und fehlende Anerkennung der Tätigkeit. Und drittens, wen wundert es, die zu niedrige Bezahlung. Schauen wir doch mal auf die Aufgaben in der Pflege. Pflegerinnen und Pfleger kümmern sich um die Grundpflege wie Nahrungsbereitstellung und Körperpflege. Sie verabreichen ärztlich verschriebene Medikamente, sorgen für die notwendige Bewegung und gemeinsamen Aktivitäten der Patienten, sind oft die erste und manchmal auch die einzige Bezugsperson. Sie behalten den Überblick über die Krankheitsbilder und die Gesundheitszustände ihrer Patienten. Sie versorgen Wunden, wechseln Verbände und vieles mehr. All diese Aufgaben sind zeitintensiv und sie sind vor allem eins, sie sind anspruchsvoll. Und die Anforderungen wachsen stetig weiter. Aber nicht nur die Anforderungen wachsen ständig, auch die Arbeitsbelastung nimmt immer weiter zu. Der bereits aktuelle Mangel an Mitarbeitern führt zwangsläufig zur Komprimierung der Arbeiten auf die noch vorhandenen Kräfte und lässt die Belastungen jedes Einzelnen immer weiter ansteigen. Beispielsweise die bürokratischen Arbeiten, welche mittlerweile gut 15% der Arbeitszeit einer Pflegekraft ausmachen. Wichtige Zeit, die in der Pflege an den Menschen fehlt. Ausufernde Bürokratie, zu wenig Mitarbeiter und damit Komprimierung der anfallenden Arbeiten auf das vorhandene Pflegepersonal führt unweigerlich zu Zeitdruck und führt zu hoher körperlicher und psychischer Belastung. Meine Damen und Herren, was tun Sie dagegen? Nun, der Sozialminister trägt mit dem Hessischen Pflegemonitor und dem Hessischen Gesundheitspakt 3.0 einen Bauchladen verschiedenster Maßnahmen mit sich. Aber, meine Damen und Herren, was nützt der gut bestückte Bauchladen, wenn keiner die Umsetzungsprobleme wirklich anpackt, um den Pflegenotstand endlich zu beenden? Dass der Sozialminister den Personalnotstand nicht zeitnah lösen kann, hat er vor einigen Tagen in der Frankfurter Rundschau auch selbst zugegeben. Er sagte dort, ich zitiere, die Personalfrage lässt sich nur langfristig lösen. Aber was heißt denn hier langfristig? Vielleicht kann er es ja mal in Legislaturperioden angeben, damit man die Aussage besser einordnen kann. Weiter führt er aus, dass es nun mit den anderen Bundesländern die nächsten Schritte gemeinsam gegangen werden müsse. Diesbezüglich, sagt Minister Klose, er setze dabei auf die Bundesregierung. Meine Damen und Herren, wie so oft in der Landespolitik wird die Verantwortung gerne mal nach Berlin verschoben, um vom eigenen Unwillen wirksame Maßnahmen zu ergreifen, abzulenken. Aber für die Pflege in Hessen ist nun mal der hessische Sozialminister verantwortlich. Und am Erfolg seiner Arbeit werden die Pflegerinnen und Pfleger und die betroffenen Menschen ihn messen. Und Arbeit gibt es hier, weiß Gott, genug.
Ein Punkt beispielsweise die Schulgeldfreiheit in den Pflegeschulen. Betroffen sind hier die zukünftigen Schüler und Schülerinnen, die in der Pflege gebraucht werden. Angesichts der nicht sonderlich guten Bezahlung in der Pflege ist und bleibt das aber nur ein kleiner Baustein, der aber dringend abgearbeitet werden muss. Aber wenn sich die langfristigen Perspektiven mit besserer Bezahlung, weniger Belastung und mehr Anerkennung nicht ändern, dann wird auch die Schulgeldfreiheit nicht wirklich zu einer Erhöhung an Pflegepersonal führen. Besonders dann nicht, wenn weiterhin hauptamtliche Lehrkräfte fehlen und man nichts gegen die hohe Abbruchquote macht. Ein ordentliches und stringentes Arbeiten an den Problemen in der Pflege hätte uns den hier vorliegenden Antrag sicherlich erspart. Aber bemerkenswert an dem vorliegenden Antrag ist, dass die Linken scheinbar in Teilen mit unserer Programmatik und Auffassung zur Pflege übereinstimmen. Da scheint es ja doch noch ein Funken Realität bei den Linken zwischen all den kruden Dingen wie Umverteilung und Enteignung zu geben. Wie gesagt, bemerkenswert. Allerdings unterscheiden wir uns glücklicherweise klar in einigen Punkten des Antrages, denen wir inhaltlich auch nicht folgen werden. Ein Punkt, dem wir nicht folgen und dem man, wenn man sich an unsere Gesetze hält, auch nicht folgen darf, ist hier die Forderung der Linken, Anweisungen an die Ausländerbehörde zu geben, um das Bleibe- bzw. Ausländerrecht zu ändern. Hier erkennt man deutlich, wie schwer sich die Linke damit tut, sich an bestehende Gesetze zu halten, bzw. würde sie gerne einfach per Anweisung außer Kraft setzen. So geht das in einem Rechtsstaat aber nicht, meine Damen und Herren der Linken, denn das ist Willkür. Und Willkür hat in einer Demokratie nichts verloren. Vorrang muss es jedoch haben, den Pflegenotstand in den Griff zu bekommen, indem man die Gehälter und die Arbeitsbedingungen der Pflege verbessert und zusätzlich dafür sorgt, dass die Abbrecherquote an den Pflegeschulen erheblich verringert wird, welche mit den aktuellen schlechten Arbeitsbedingungen und den Gehältern in der Pflege ja einhergeht. Und das erreichen Sie nicht durch die Änderungen im Ausländerrecht. In Bezug auf das ausländische Pflegepersonal und Quereinsteiger kann es nicht anders sein, als dass diese Menschen für den Beruf ausreichend qualifiziert sein und eine entsprechende Qualifikation in der Sprache mitbringen müssen. Somit ist es doch mehr als fraglich, ob diese Voraussetzungen mit verkürzten Anerkennungen noch erfüllt werden können. Aber, und das muss man auch sagen, dass wir mit Abschiebungen von Personen, die hier seit Jahren in der Pflege tätig sind, es wirklich mehr als kontraproduktiv einschätzen und auch als sehr kritisch ansehen. Das sind Dinge, die sollte man sich wirklich überlegen. Wer hier jahrelang in der Pflege arbeitet, sollte auch weiter diese Möglichkeit erhalten und nicht abgeschoben werden. Eine weitere nicht nachvollziehbare Forderung der Linken ist die vollständige Finanzierung der Investitionskosten der hessischen Krankenhäuser. Während selbst der Klinikverbund nicht von einer vollständigen Finanzierung spricht, will die Linke hier wieder einmal in typischer Manier hart erarbeitete Steuergelder zum Fenster rauswerfen. Und auch der gewünschte Landesfonds zur Rekommunalisierung von privaten Krankenhäusern ist weder eine sachorientierte noch eine realistische Lösung. Soll das Land Hessen hier doppelt bezahlen? Erst werden kommunale Krankenhäuser abgestoßen, dann finanziell unterstützt, Beispiel Uniklinik Gießen-Marburg, und jetzt nach Ihrem Gedankengut wieder zulasten des Steuerzahlers zurückgekauft werden. Meine Damen und Herren, lernen Sie doch endlich einmal, das Geld des Steuerzahlers so zu verwenden, wie es der Steuerzahler auch erwartet, nämlich vernünftig verwaltet und wirtschaftlich eingesetzt. Zusammenfassend kann man hier sagen, dass der Antrag nur in einigen wenigen Punkten unserer Auffassung entspricht. Denn wie so oft schießen die Linken weit über das Ziel hinaus, vor allem was den Umgang mit den Steuergeldern betrifft. Und die im Antrag gestellten Forderungen, ohne dazu irgendwelche Bedarfe zu kennen, ist am Ende auch nur Schaufensterpolitik. Daher können wir dem Antrag so nicht zustimmen und werden ihn auch in Teilen ablehnen. Vielen Dank.